Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema, und zwar um das Thema Krafttraining im Kampfsport. Sehr viele Leute haben mich darüber gefragt und leider machen das auch sehr, sehr viele Sportler falsch. Viele meinen, dass man extrem viel Muskel braucht und so ein Bizeps, damit man mehr Schlagkraft hat, mehr Schlagpower hat und so weiter. Ich kann euch von vornherein schon mal verraten, dass große Muskeln nicht unbedingt vorteilhaft im Kampfsport sind. Weil große Muskeln, gucken wir uns mal große Muskeln an. Sieht gut aus, man hat auch meinetwegen gut Kraft, aber was ist denn, wenn es über Runden geht? Ja, wir kämpfen im Profi-Fight, Titelfight 5x3 Minuten. Oder im Amateurbereich 3x2 Minuten, 5x2 Minuten. Auf Dauer, guckt euch mal Bodybuilder an, es gibt extrem viele Videos, Bodybuilder versus Kampfsportler. Am Anfang, und dann, weil die Ausdauer einfach fehlt. Muskeln brauchen extrem viel Sauerstoff. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Natürlich ist eine gute Physis ganz gut im Kampfsport. Ich meine, wenn man Muskeln hat, ja, die Schläge tun weniger weh. Man hat auch irgendwo ein bisschen mehr Schlagpower, aber es ist nicht ausschlaggebend. Die Technik macht sehr, sehr viel. Hüfteinsatz, Beinarbeit und so weiter. Das Auge, was man braucht, um einen Knockout zu erzielen. Es gibt so viele Beispiele im Kampfsport, da sind die Athleten wirklich dick, fett, ja, haben keine Muskeln und sind Top-Athleten. Guckt euch mal Tyson Fury zum Beispiel an, jetzt nur als Beispiel. Der hat Klitschko besiegt, aber hat so eine Wampe. Es gibt auch im MMA einen sehr, sehr krassen Fighter. Mir fällt der Name gerade nicht ein, sorry für das. Wie heißt der Name nochmal? Keine Ahnung, sorry. Ich habe letztens das Video über ihn gesehen. Der hat so einen Bauch, gewinnt jeden Fight durch Knockout und macht alle fertig. Also es ist wirklich ein Mythos, dass man richtig krass aussehen muss. Aber die meisten Kampfsportler, guckt euch die mal an, die haben so eine kämpferische Figur, sagt man. Ja, sind definiert, haben Muskeln, wenig Wasser. Und das ist eben dafür da, weil die explosiv schlagen wollen. Das heißt, wir brauchen im Kampfsport nicht wirklich große Gewichte hier und auf Volumen trainieren. 1, 2, ihr wisst, was ich meine. Nein, wir brauchen kleinere Gewichte und die dann, mit denen arbeiten wir dann explosiv. Ja, pop, 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 pop. Hier, ich habe hier eine 1-Kilo-Hantel, mit der Jab, Punch, Haken, Uppercut schlagen. Alle Übungen, die explosiv ausgeführt werden können, ich habe schon ein Video darüber gemacht, verlinke ich euch gerne unten, sind gut im Kampfsport. Sei es irgendwie Froschsprünge, in die Hocke gehen, explosiv hoch. Sei es Bankdrücken, runter, explosiv hochdrücken. Man braucht nicht wirklich viel Gewicht. Man darf nicht auf Volumen gehen, sondern wirklich auf Schnellkraft, Explosivität. Ich selber trainiere 2 bis 3 Mal höchstens Krafttraining in der Woche, weil wir haben ja auch sehr, sehr viel Kraft-Muskelanstrengungen im Boxen oder im Kickboxen allgemein. Wenn man jetzt ein Sparring macht, jeder weiß, dass wer ein Sparring macht, der weiß, dass er viel mit dem Arm arbeitet, mit dem Bein arbeitet. Am Boxer genau das Gleiche. Und deswegen reichen 2 bis 3 Mal in der Woche Krafttraining für einen Kampfsport auf jeden Fall vollkommen aus. Also, Leute, Fazit, um es kurz zu halten, kein Volumentraining, nicht mit großen Gewichten arbeiten, nicht mit wenig Wiederholungen arbeiten, sondern ich persönlich mache entweder 5x5 Training oder 3x10. Das heißt, ich nehme jetzt ein etwas leichteres Gewicht, Bankdrücken zum Beispiel, und gehe 3 Sätze, mache 10 Wiederholungen langsam runter und pop, explosiv hoch. Das bei allen Übungen. Oder mit Seilzug kann man viel machen. Haken, Jab, Punch simulieren. Alle Kampftechniken simulieren. Jab, Punch, Haken, Kicks mit Bändern und so weiter. Das sind alles Trainingsmethoden, die förderlich sind im Kampfsport. Und nicht dieses Pumper-Ding, 10.000 Kilo und dann... Eine Wiederholung. Bringt dem Kampfsport nicht wirklich viel. Bleibt dran, trainiert fleißig. Das war ein kurzes Video zu diesem Thema, weil mich einfach immer Leute fragen, wie trainiere ich. Jetzt wisst ihr es. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Facebook, Instagram, Snapchat ist unten verlinkt und die Explosivkraft-Videos auch. Das war euer Michael Smolik. Haut rein!